Sind Sie es auch leid, immer das zu machen, was andere sagen? Wollen Sie endlich mal Ihr eigener Chef sein? Dann haben wir genau das Richtige für Sie. Scheinbar, unser Wirtschaftsmagazin. Willkommen bei Scheinbar, der Sendung, die mehr aus Ihrem Geld macht. Unser heutiges Thema: Wie kauft man sich eigentlich einen multinationalen Mischkonzern? Margret und Walter Portz, ein ganz normales Ehepaar. Bis zum 18. September 1994. Ja, also ich war ja jahrelang arbeitslos, ne? Und dann haben wir das in der Tagesschau doch gesehen, weißt du? Ja, in den Nachrichten, Also da mit dem Konzert, ein Riesending, ne? Die haben gesagt, dass der Konzern zum Verkaufen wäre. Und ich hab dann der Margret gesagt, das tät mich interessieren, ne? Aber das war, sag das. Ja, viel Geld, also eine Stange, ne? Für uns war das damals einfach zu viel Geld. Der Fehling-Konzern. Ein multinationales Unternehmen, das sich in den letzten Jahrzehnten in den Bereichen Luftfahrt, Rüstung und Halbleitertechnologie etabliert hat. Geschätzter Kaufpreis im September 1994: 850 Millionen Mark. Das scheint auf den ersten Blick viel Geld zu sein, auf den zweiten Blick doch eine machbare Sache. Aber machen wir die Rechnung doch einmal auf. Zunächst konnte das Ehepaar Portz durch einen ausgeklügelten Einkaufsplan beim Haushaltsgeld bis zu 18% sparen. Und statt teurer Fernreisen ging es 2 Jahre lang nur nach Tunesien. Der Rest konnte durch eine geschickte Teilfinanzierung der Kreissparkasse Schwanenberg beigesteuert werden. Seit dem 12. September, fast auf den Tag genau 2 Jahre nach ihrer Entscheidung, ist das Ehepaar Portz stolzer Besitzer des Fehling-Konzerns. Margret und Walter Portz haben es geschafft. Informationen zum Kauf eines multinationalen Mischkonzerns finden Sie auf Videotexttafel 398. Und schalten Sie nächste Woche wieder Scheinbar ein. Unser Thema dann: Wie führt man eigentlich einen multinationalen Mischkonzern?